Hallo Freunde der elektrisch verstärkten Gitarrenmusik. Hier ist der Kai von Final Cry und ich habe mich heute hier versammelt, um euch was ganz besonders Cooles vorzustellen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, geht es um unser aktuelles Album, The Everest. Gibt es seit 18. März über MDD Records im Handel. Und jetzt seit 1-2 Wochen gibt es das Ganze auch auf Vinyl. Wir haben sehr, sehr lange drauf gewartet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein Riesendank geht an dieser Stelle zuerst mal an den Kai von Kernkraftritter Records, mit dem wir zusammen dieses Schmuckstück auf den Weg gebracht haben. So, dann schauen wir uns das mal an. Das ist also so richtig anständiger, stabiler Karton. Das Artwork in groß wirkt natürlich auch um einiges noch mal beeindruckender als die Jewel Case Version, die natürlich auch schick ist. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum man sich diese Vinyl Edition zulegen sollte, denn es gibt ein umfangreiches Infosheet. Wir haben versucht, die ganze Sache, die im CD-Booklet vorhanden ist, auch den Vinylkäufern zugänglich zu machen. Da sind zum einen natürlich die Lyrics und die Stories. Wie die meisten vielleicht wissen, The Everest ist ein Konzeptalbum und die Songs selbst basieren auf wahren Hintergründen und wahren Begebenheiten. Und auf dieser Seite haben wir für euch diese ganzen Hintergründe zu den einzelnen Songs nochmal zusammengefasst. Das Ganze ist ein richtig schicker 320 Gramm hochwertig bedruckter Karton, den wir so als Einleger mit dabei haben. Außerdem gibt es in jeder Vinylbestellung, egal ob ihr die bei Kernkraft Ritter oder bei uns kauft, einen schicken Aufkleber und eine Final Cry Autogrammpostkarte. Ja, ich hoffe, man erkennt, dass das eine Postkarte ist. Könnt ihr euch zu Hause an die Wand hängen oder Oma zu Weihnachten schicken. Dann kann sie sich jeden Tag hübsche Menschen angucken. Und Downloadcode. Wer die Vinyl kauft, keinen Plattenspieler hat oder sein Plattenspieler nur alle 2 Jahre mal entstaubt, kann mit dem Download-Code quasi gratis die Sachen digital downloaden, bis hin zu unkomprimierten Audio als WAV-File. Kommen wir mal zur Platte selber. Trommelwirbel. Das gute Stück steckt in einem schwarzen, schwarzen Paper Sleeve. Jetzt kommt's. Extra heavy 180 Gramm Vinyl. Ist richtig hochwertiger und anständiger Scheiß. So. Es gibt ja nicht nur diese schwarze Pure Rock Edition, sondern wir haben auch eine Variante der sogenannten Frozen Ice Edition. Crystal Clear Vinyl. Geil, oder? Jetzt kommen wir zur dritten Ausgabe, zur dritten Variante. Das ist die Avalanche Edition. 180 Gramm blaues Vinyl mit schwarzen und weißen Splattern. Wie gesagt, richtig hochwertiger Scheiß. Betrifft auch den Sound, denn der gute Jörg Ucken aus dem Soundlot Studio hat natürlich für das Vinyl ein extra Vinyl Mastering gemacht für die besonderen Klangeigenschaften so einer Platte. So, was soll man noch sagen? Wir sind stolz wie Bolle. Final Cry, The Everest, jetzt auch auf Vinyl in 3 Versionen. Geht los, Leute, und kauft entweder bei Kernkraft Ritter Records im Shop oder bei uns im Bandcamp oder Big Cartel Shop. Die Adresse findet ihr auf unserer Website unter www.finalcry.de. In diesem Sinne, Morsch und